jetzt als nächstes die Rednerinnen von den Jusos begrüßen. Genossinnen, Freundinnen, ich will zur Frage kommen, warum sind wir hier? Warum sind wir Jusos hier, aber warum sind wir alle hier? Aber die Frage scheint erstmal die falsche zu sein. In Syrien herrscht Chaos, Menschen sterben und leiden, der islamische Staat hat jahrelang auf barbarische Weise gemordet und bedroht noch heute Tausende. Und in all dem steht Rojava für ein Stück Hoffnung, für Vernunft und Demokratie, für Geschlechtergerechtigkeit und Autonomie. Dass nun die Türkei unter Erdogans islamisch-autoritärer Regierung auf Afrin marschiert und diesem bisschen Hoffnung den Krieg erklärt, das ist eine so himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass die Frage eigentlich nicht lauten sollte, warum sind wir hier, sondern warum sind all die anderen nicht hier? Aber wir wissen, warum sie nicht hier sind. Allen hehren Beteuerungen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten zum Trotz, die deutsche Regierung profitiert am Krieg. Und deutsche Konzerne, allen voran die Rüstungsindustrie, verdienen mit am Krieg. Sie mögen sonst viel reden von Frieden und Menschenrechten, doch die Wahrheit schweigt, wenn das Para spricht. Wir wissen also, warum die anderen nicht hier sind. Zurück zur Frage, warum sind wir hier? In Rojava hat sich ein Projekt entwickelt, das sich Frauenbefreiung als eines seiner Kernziele auf die Fahne geschrieben hat. Die mutigen Frauen der JPJ haben ihre Befreiung und die anderer Frauen selbst in die Hand genommen. Wir sehen hier ein emanzipatorisches Projekt, das seinesgleichen sucht. Bei den syrischen demokratischen Kräften kämpfen Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion und Kultur gemeinsam für ein freieres Leben und gegen die Barbarei des sogenannten islamischen Staates. Hier zeigen sich, wie ein gemeinsamer Kampf für Frieden und Selbstbestimmung in einer von Gewalt und Unterdrückung geprägten Region funktionieren kann. Wir sehen in Rojava eine Hoffnung für Frieden und Demokratie. Dass ein solches Projekt vor unseren Augen offen bekämpft wird, halten wir für schändlich. Auch die deutsche Bundesregierung und allen voran Außenminister Sigmar Gabriel hätte sich klarer gegen die Angriffe einsetzen müssen. Statt Friedenspolitik zu betreiben, lieferte die Bundesregierung weiter Waffen in die Kriegsherde unserer Welt. Wir lehnen eine solche Politik ab. Wir sind heute auch hier, um eine klare Stellung zu beziehen. Wir wollen mit dieser Politik brechen. Ihr wisst, dass in Deutschland in den letzten Wochen über eine neue große Koalition verhandelt und diskutiert wurde. Und glaubt ihr, dass mit einer neuen großen Koalition ein grundsätzlicher Wandel in der Politik Deutschlands gegenüber der Türkei, gegenüber Rojava kommen würde? Wir kennen die Antwort alle. Was wir brauchen, Genossinnen, Freundinnen, was wir brauchen für eine Politik, die Rüstungsexporte begrenzt, die ihren Worten von Frieden und Demokratie auch Taten folgen lässt, was wir dafür brauchen, ist eine breite gesellschaftliche Bewegung aller fortschrittlichen Kräfte. Und jetzt schaut euch um. Schaut links von euch, schaut rechts von euch. Alle, die hier sind, die wir hier sind, wir alle können Teil einer solchen breiten gesellschaftlichen Bewegung sein. Wir können eine solche Bewegung aufbauen. Wir stehen hier gemeinsam für Frieden, für Freiheit und für Fortschritt. Also lasst uns kämpfen, gemeinsam, für Frieden, für Freiheit, für Fortschritt. Hier in Rojava und überall. Rotfront. Herzlichen Dank.